Und ihr habt unseren Lobpreis verdient, denn wir sind eins. Ehe ihr emporstieg. So, hier rauf und blablimpam. Rein da. Abermals. So, jetzt hier drüber zu dem Typen. Oh ne, Quatsch, an das Entzauberding natürlich. Und. Sieht auch sehr schick aus hier. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Ha! Was ist eigentlich für ein extremer Disrespect ist gegenüber diesem Jalbargo-Uf, wenn ich jetzt hier die Axt von Weißlauf entzauber. Und ich zerstöre die jetzt hier einfach nur, damit ich einen Feuerschaden innehabe. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Vielleicht werde ich mal, wenn wir es schon mal hier sind, das hier kann ich ja eh gerade benutzen, gut. Das benutze ich nicht. Das hier werde ich mal kennenlernen. Dann werde ich das hier noch kennenlernen. Ah! Ich bin ein Trottel. Ich bin ein ganz derber Trottel. Ich bin ein ganz, ganz derber Trottel. Okay, sei es drum, habe ich irgendwelche Seelensteine theoretisch? Es gibt jetzt nämlich zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehe. dann. Keine Ahnung, da verzauber ich mir jetzt einfach den Silberring. Was soll's. Silberring. Schleichen verstärken war das. Oh, das ist ja nur um 1%. Das ist ja richtig. Ist ja nix. Wisst ihr mal, ich werde es mal kurz abbrechen. Und werde mal eben laden. Dann können wir das Ganze mal ein bisschen schlauer gestalten. Dann werde ich mich nicht das Halsband entzaubern. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl-Designer. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die anderen Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nein, nicht, das nicht. Das hier wollte ich entzaubern. Ja, das ist natürlich eine Menge wert. Ach verdammt, dann machen wir es jetzt entzaubern, weil das auch noch und das auch noch. Wissen, ja, das ist der wahre Reichtum. Und die Axt von Weißlauf werde ich einfach mal erstmal behalten. Keine Ahnung. So als Andenken, ne? Wir haben ja immerhin die Stadt verteidigt vom Drachen und so weiter. Das ist ja schon eine feine Sache. Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Andenken. Und die Halskette, die lasse ich weiter angelegt. In letzter Zeit also haben wir das, was ich jetzt machen wollte, mit der Axt nicht unbedingt erreicht, aber wir haben wenigstens was anderes entzaubert. Das ist ja schon mal Anfang. Genau. Wie viel wiegen wir denn jetzt? Das ist ja auch nochmal wichtig. Kein großer Unterschied. Ich kann auch nochmal einen Teil der Zaubertränke verkaufen. Das ist vielleicht kein schlechter Deal.
Ah, ich bin ein Trottel. Jetzt hätte ich natürlich trotzdem den Ring verzaubern können. Tja. Dann wehre ich mich mal gegen Hätte-Hätte-Fahrradkette, ne? Und wir machen es einfach noch schnell. Ich sehe schon, wie den Zuschauern gerade das Genick verrutscht, weil ich so viel verschiedene Sachen durcheinander mache. In der Magie wohnt eine gewisse Ruhe, meint ihr nicht? Oh ja, ich bin die Ruhe selbst. Kontrolliert von denen, die das Wissen und den Willen dazu besitzen. Ich weiß nicht, wer damit gemeint sein könnte. So. Machen einfach mal Wiederherstellung verstärken. Das ist damit sicher nicht schlecht. Zwar nur. Achso, das ist natürlich. Wiederherstellungszauber kosten 1% weniger Magika. Das bringt mir natürlich nichts. Aber das hier. Das ist natürlich cool. Erstmal. Soweit, ne? Ja, ist besser als nichts, wa? Benennen wir den mal um. In Silberring. Auf. Oder ne, was haben wir im Deutsch hier, ne? Jetzt ist natürlich überraschend kreativ sein, ist natürlich immer schwierig. Gesicht der Astralen. Tja, jetzt muss mir natürlich was Sonderkreatives einfallen, wenn ich schon so lange brauche. Ingwerzucht. Scheiße. Das, tja, schade, ne? Oder wenn wir einfach mal Ring. Perfekt. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. In diesem Sinne, ist alles gut, richtig geschrieben? Ich denke. Herstellen hatte ich eigentlich gerade gesagt. Achso. Zucht. Nein. Achso. Ich muss erst Enter drücken. Ring der astralen Ingwerzucht. So, jetzt hier natürlich noch bestätigen. Quusch! Das ist eine ordentliche Verzauberung. Das ist ein ordentlicher Ring der astralen Ingwerzucht. Okay, in diesem Sinne, das hat sich natürlich gelohnt. Was hier eigentlich? Ach so, einfach nichts. Einfach nichts. Jo, dann geht's weiter. Ich lege noch schnell den Ring der astralen Ingwerzucht an. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und ich will noch kurz gucken, ob ich den. Ach Mist, wir haben zwei. Das ist natürlich dumm. Also vielleicht lege ich das Amulett von Dibella an, wenn ich verkaufe, weil dann bin ich besser in Redekunst. Und ich meine theoretisch, dass wenn ich besser in Redekunst bin, dass ich dann Sachen besser verkaufe. Bin ich mir allerdings nicht sicher. Also es könnte auch sein, dass es sowas wie Handel gibt. Aber ich glaube nicht. Also gut, vergesst alles, was ich sage. Ich bin in meinen Gedanken gefangen. Immer wenn du eine Stufe aufsteigst, kannst du ein Talent auswählen. Das hatte ich schon mal vorgelesen, deswegen hier nur in der abgekürzten Variante. Oder eigentlich, ich kann auch weitermachen. Du kannst dir dies... Ach nee, kann ich nicht. Mit der Macht des Schlangensteins kannst du einmal einen Tag... Tja, das geht leider nicht. Dann, weiter auf unserem Weg nach Kovanyund, war das richtig? Akatosh ist der Gott der Zeit und der Oberste der neun Göttlichen. Er wird als Drache dargestellt und wählte diese Form, um darin Merones Dagon während der Oblivion-Krise zu bekämpfen. Ja! Oblivion. Sind wir hier gerade hochgelatscht, oder? Nee, Quatsch, wir müssen jetzt hier runter. Ist das richtig? Tutorten!
bin so ein Volltrottel. Ich wollte verkaufen. Okay, das mache ich jetzt aber nicht mehr rückgängig. Das habe ich mir jetzt selbst eingebrockt. Das war hardcore dumm schon wieder. Aber ich meine, das wär auch nicht witzig, wenn ich nicht die ganze Zeit in die falsche Richtung laufen würde und mich nicht akklimatisieren. Irgendwann, wie gesagt, werde ich vielleicht damit Erfolg haben und dann habe ich mich wieder angepasst und kann wie ein normaler Mensch das Spiel hier spielen, ohne dass ich wie ein Bekloppter irgendwie in die falschen Richtungen renne die ganze Zeit und mache oder beziehungsweise und Dinge nicht mache, die ich machen wollte. Was umso trauriger ist. Obwohl, vielleicht ist es ein Händler. Vielleicht ist es hier die Gnade des Spiels. Das wäre schön. Flück, flück, flück. Flück, flück. Flück, flück. Flück, 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 flück. Flück, flück. Flück, flück. Hallo? Oh. Oh. Hello, my dear friend. Oh, das gibt es doch nicht. Ich sitze hier fest. Hier. Meine Mutter. Meine arme Mutter. Regungslos. Ruhend. Doch zu